60 Check-in-Desks hat der Flughafen, 36 Gates, Boarding Gates. Und da machen wir mal Busiest Routes. Also auf Platz 1 die Flugroute von Faro nach London, dann nach Manchester, dann nach Dublin, dann nach Amsterdam, dann nach Liverpool, dann kommt Bristol, dann nach Birmingham, dann nach Lissabon, dann nach Nottingham, dann und auf Platz 10 dann Glasgow und so weiter. Auf Platz 14 haben wir zum Beispiel Düsseldorf, auf Platz 18 Frankfurt. Also, was gibt's hier noch? Ja gut, dann sieht man hier auch nochmal, dass fliegen wirklich einige Airlines dahin. Ich kann euch mal kurz so vorlesen, was hier alles hin, für Airlines, was für Airlines dahin fliegen. Aer Lingus, Eagle, Azur, Air Berlin, Air Transat, Arkefly, BA Cityflyer, British Airways operate by BA Cityflyer, Brussels Airlines, EasyJet Switzerland, Edelweiss Air, Enter Air, Flybe, German Wings, Jet Air Flight, Jet2.com, Lufthansa, Lux Air, Monarch Airlines, Niki, Norwegian Air Shuttle, Orbis, Ryanair, SATA International, Scandinavian Airlines, TAP Portugal operated by Portugalia, Thomas Cook Airlines Belgium, Thomson Airways, Transaero Airlines, Transavia.com, Transavia.com France, TUI Fly und TUI Fly Nordic, das sind die Airlines, die alle diesen Flughafen anfliegen. So, das ist echt schon cool, die Sicht hier aus Triebwerk, finde ich. Sieht schon cool aus. So, ja, ich bin eigentlich schon ziemlich weit jetzt mit den Themen du fortgeschritten, muss ich sagen. Wir können ja mal kurz mal eine Zeit lang Simulationsrate vierfach probieren. Gucken, ob er jetzt gleich anfängt zu wackeln. Ich glaube, es war ja immer bei vierfach, dass er angefangen hat zu wackeln. Wir haben jetzt noch fast mehr als eine Stunde, die wir dann zu fliegen haben. Und die Zeit ist schon ein bisschen angestiegen auf 2 Minuten mehr, aber das macht es ja minimal, macht ja nichts. Gucken wir mal. Nee, er verhält sich ziemlich gut. Der Wasser ist er bei achtfacher Geschwindigkeit angefangen hat zu wackeln. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nämlich, es ging immer nur zweifache Geschwindigkeit. Wir hatten es doch, glaube ich, auch nochmal letztens auf dem Flug mit Aer Lingus von Dublin nach Berlin Brandenburg ausprobiert. Da hat er auch, glaube ich, gewackelt, oder? Haben wir es ausprobiert? Ich glaube schon, ne? Das hat sich ziemlich gut gehalten jetzt hier. Bis zum Wegpunkt Nova waren die letzten nautischen Meilen. Das geht gleich nach links. Gucken wir mal, ob der noch diese 16 nautischen Meilen sich hält. Dann lassen wir das so. Können wir mal gucken, wie viel es noch bis zum. Da, bis zur Descent Preparation sind es noch fast 500 nautische Meilen, bisschen mehr. Ein bisschen mehr noch als 500 nautische Meilen. Also wir sehen den Descent jetzt auch noch nicht. Und jetzt liegen wir hier über diesen Golf von, ja, was auch immer, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber jetzt, der verhält sich eigentlich ziemlich gut. Wackelt gar nicht groß rum. Nee, schaukelt nicht nach oben und nach unten, so wie ich es erst dachte, dass es doch passiert. Dann war es, glaube ich, erst bei achtfacher Simulationsrate gut zu wissen. Sieht gut aus, oder? Ich glaube, er fängt jetzt nicht an zu schaukeln. Hier sind auch nochmal viele coole Ansichten dabei, wo man hier so unter dem Flugzeug, hier so, auch nochmal verschiedene Sichten. Nee, sieht gut aus. Zum leichten Seiten, also ich gehe mal stark davon aus, dass es hier die Windanzeige sein wird. Der Wind kommt von 249 Grad, das heißt aus der Richtung. Mit 51 Knoten ist 52 Knoten. Ich glaube schon, dass das die Anzeige ist. Also, dass es die Anzeige darstellen soll. Also, nach Nordwesten wird, beziehungsweise, als ich vorhin geschaut habe, für auf welche Landebahn wir landen sollen, hat der Wind aus Nordwesten da geweht. In Richtung Nordwesten geweht. Also, als ich da vorhin geschaut habe, wie bei Faro der Wind weht, hat er in Richtung Nordwesten geweht. Also, dass wir auf der 28 dann landen sollen. So wie er eigentlich jetzt hier auch weht, ungefähr in die Richtung hat er gewählt.
Ja. Doch, es gibt eine vierfache Geschwindigkeit. Ich dachte immer, es geht nicht. Naja, okay, dann als nächstes habe ich mir ein schönes Ranking gefunden. Hatten wir erst vor kurzem auch wieder ein paar Rankings. Ich weiß gar nicht, was wir das letzte Ranking hatten. Auf jeden Fall hier mal wieder ein Ranking, und zwar von den World Airline Awards. Und zwar werden die von Skytrax veranstaltet, wenn ich es richtig verstanden habe. Und der letzte Award, den war jetzt für 2013, wurden die genau, für das Jahr 2013 war jetzt der letzte Award, ich weiß gar nicht wann, aber das ist, glaube ich, schon vor einiger Zeit. Ja, auf der Pariser Airshow wurden die Preise damals von Skytrax verliehen, genau, und da bei diesen Awards, da werden immer so, ich glaube, 18 Millionen Passagiere weltweit ungefähr 18 Millionen werden ja immer so befragt zu verschiedenen Bereichen. Dann ergeben sich halt da so ein paar Rankings in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel, welche Airline hat die besten Sitze in der Economy Class, in der Business Class und so weiter. Welche Airline ist einfach generell die beste? Welche Airline ist in welcher Region? Oder wie sieht das aus? Welche Airline ist in welcher Region? Wie gut? Welche ist die beste Low-Cost-Airline? Und so, und da gibt es hier meistens so Top 10 oder auch noch längeres Ranking. Und da würde ich sagen, beginnen wir mal mit den besten Airlines weltweit, also die Airlines of the Year, also die Top 10 Airlines. Also es ist von Passagieren, wie gesagt, die haben sozusagen, glaube ich, Fragebögen und so bekommen, wo die das halt dann ausgefüllt haben. Also war mit Passagierumfragen sind die Ergebnisse entstanden. Also, Link dazu zur Seite, wo also von, ich kann es eben kurz sagen, ist www.worldairlineawards.com. Da könnt ihr auch hier nochmal die Liste, zumindest die aktuellste, die ich gefunden habe, zu der Zeit, wo ich hier aufnehme, von dem 2013, den Gewinnern vom Jahr 2013. Und da beginnen wir mal mit den Top 10 Airlines, den Top 10 weltbesten Airlines weltweit. Also auf Platz 1 haben wir die Fluggesellschaft Emirates, auf Platz 2 Qatar Airways, dann auf Platz 3 folgt Singapore Airlines, auf Platz 4 ANA All Nippon Airways, auf Platz 5 Asiana Airlines, auf Platz 6 Cathay Pacific Airways, auf Platz 7 Etihad Airways, auf Platz 8 Garuda Indonesia, auf Platz 9 Turkish Airlines und auf Platz 10 Qantas Airways. Es geht jetzt hier noch weiter bis zu Platz 100, kann man hier noch nachschauen, aber das könnt ihr, wenn ihr wollt, ja noch selber nachschauen. Ich sage jetzt immer nur die ersten 10 Plätze, beziehungsweise wenn es halt überhaupt so viele Plätze da gibt. So, als nächstes würde ich sagen, wir können mal hier Liste hier so durchgehen, müssen ja nicht jeden Punkt anschneiden, aber so ein paar. Zum Beispiel hier, das beste In-Flight Entertainment, also die beste Unterhaltung an Bord. Da haben wir auf Platz 1, also immer weltweit gesehen natürlich, also vor allem Airlines weltweit. Jetzt gucken wir gerade wieder, wir fliegen jetzt, glaube ich, übers Festland, ne? SNR, das könnte Santander, wahrscheinlich fliegen wir jetzt über Santander, genau über die Stadt Santander, die haben wir dann hier wahrscheinlich. Ja, das sollte sein. Santander, fliegen wir jetzt hier nach Spanien rein, dann geht es hier runter einmal über Spanien entlang. Also nochmal ungefähr so lang, wie wir jetzt schon geflogen sind, naja, oder ein bisschen weniger. Es geht doch mit vierfacher Geschwindigkeit, habe ich erst nicht gedacht. So, also, bestes In-Flight Entertainment, halt auf. Platz 1 liegt Emirates, Platz 2 haben wir Singapore Airlines, Platz 3 Cathay Pacific, Platz 4 Turkish Airlines, Platz 5 Qatar Airways, Platz 6 Qantas Airways, Platz 7 Virgin Atlantic Airways, Platz 8 Etihad Airways, auf Platz 9 Air New Zealand und auf Platz 10 Virgin Australia. Es geht hier auch wieder bis... Ja, genau. Wieder, das sind jetzt die Top 10 wieder aus dem Bereich vom Best In-Flight Entertainment, also besten Unterhaltung an Bord. Was haben wir denn noch? Hier Best Cabin Staff, also beste, wenn ich es richtig verstehe, sollte das dann die beste Kabinencrew sein. Also Platz 1 Cathay Pacific Airways, dann Platz 2 Asiana Airlines, Platz 3 Malaysia Airlines, Platz 4 EVA Air, Platz 5 Singapore Airlines, Platz 6 ANA All Nippon Airways, Platz 7 Garuda Indonesia, Platz 8 Qatar Airways, Platz 9 Hainan Airlines und Platz 10 Thai Airways. So, was haben wir denn noch so?
Also hier gibt es wirklich viele verschiedene. Zum Beispiel hier die besten. Hier Best Airline Allianzen. Gut, da gibt es auch nur drei hier. Platz 1 haben wir One World Alliance, Platz 2 Star Alliance und Platz 3 Sky Team Alliance. Gut, da gibt es halt nicht so viel, dass halt bis Platz 10 geht. Hier. Machen wir mal Best Airport Services. Wahrscheinlich wie die Airlines am Flughafen am besten den Service bieten. Platz 1, ANA, All Nippon Airways. Platz 2, Asiana Airlines. Platz 3, Korean Air. Platz 4, Japan Airlines. Platz 5, Hainan Airlines. Platz 6, Singapore Airlines. Platz 7, Cathay Pacific. Platz 8, EVA Air. Platz 9, Dragon Air. Und auf Platz 10, eine deutsche Airline. Lufthansa. Ja. Und ich hoffe, ich spreche auch die Namen von den Airlines hier immer richtig aus. So. Guck mal, wie weit sind wir denn? Also wir haben hier noch ordentlich ein paar Rankings, die wir uns noch alle anschauen können. Wie gesagt, ich werde nicht alle jetzt ansprechen, aber ein paar. Aber wie gesagt, entweder, falls ich es vergesse, www.worldairlinesawards.com. Da könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Wie es auch, ich glaube, da steht auch genau, wie sie genau erstellt werden, die Daten. Also ich weiß es nicht ganz genau, aber auf jeden Fall irgendwie 18 Millionen Passagiere werden da weltweit befragt und dann wird es so erstellt. Wir können ja mal beste Airlines hier bei Region, also in einer gewissen Region. Und da gehen wir mal, würde ich sagen, Deutschland liegt ja in Westeuropa, das glaube ich dann noch einzuordnen. Gucken wir mal. Also, da haben wir sogar auf Platz 1 Lufthansa, Platz 2 Swiss International Airlines, Platz 8 British Airways, Platz 4 Austrian Airlines, Platz 5 KLM Royal Dutch Airlines, Platz 6 Virgin Atlantic Airways, Platz 7 Air France, Platz 8 Brussels Airlines, Platz 9 EasyJet und Platz 10 Air Berlin, oder ja, Air Berlin, wenn man eher eigentlich ausspricht, muss man das Berlin eigentlich auch englisch aussprechen, so Air Berlin dann sozusagen. Da ist auch schon unser TOD, der Wind hat noch ein bisschen gedreht, wir haben einen leichten Seitenwind jetzt sogar. Seht ihr auch hier, wie das Flugzeug da zur Route angeordnet ist, leicht schräg, aufgrund des Windes. Wir haben eine UTC, wir haben ein bisschen Zeit dazu bekommen, halb so wild. Ja, started TOD or start checklist, genau, noch 264 nautische Meilen. Das passt doch mit vielfacher Geschwindigkeit. Ich dachte nicht, dass es geht. Aber freut mich, dass es so klappt. Wunderbar. Hier, so, Best Buy Region, was können wir nochmal machen? Europe, Eastern, Western, ja, wieso? Aber wir können mal generell Europa machen, genau. Also die anderen Regionen könnt ihr euch ja wie gesagt noch selber anschauen. So, Platz 1 Turkish Airlines, Platz 2 Lufthansa, Platz 3 Swiss Air, Platz 4 British Airways, Platz 5 Aegean Airlines, Platz 6 Austrian, Platz 7 Finnair. Wo war ich jetzt? 6 Austrian, Platz 7 Finnair. 8 KLM Royal Dutch Airlines, Platz 9 Virgin Atlantic Airways und Platz 10 Air France. So, was auch mal ganz interessant ist, die besten Sitze. Da würde ich sagen, müssen wir nicht, also hier gibt es First Class, Business Class, Premium Economy, Low Cost, Premium Seats und Economy Class. Ich würde sagen, wir gehen mal die Premium Economy, Low Cost, Premium Seat und Economy Class durch. Beginnen wir mal bei der Economy Class. So, Economy Class, Platz 1, Garuda Indonesia, Platz 2, Asiana Airlines, Platz 3, Korean Air, Platz 4, Singapore Airlines, Platz 5, Qatar Airways, Platz 6, Japan Airlines, Platz 7, Oman Air, Platz 8, ANA All Nippon Airways, Platz 9, Thai Airways und Platz 10, Malaysia Airlines. Also das waren jetzt die besten Economy-Sitze, also die besten Sitze in der Economy Class, jetzt die Low-Cost-Premium Seats, da haben wir jetzt nur drei Plätze. Platz 1 AirAsia X, oder AirAsia X. Dann auf Platz 2 Virgin America und auf Platz 3 Scoot. So, und dann noch die Premium Economy, also die etwas gehobenere Economy Class. Platz 1 Air New Zealand, ich weiß gar nicht, ob das alle Airlines überhaupt anbieten, Premium Economy, ist glaube ich aber immer mehr im Kommen. Dass immer mehr Airlines Premium Economy nehmen oder anbieten, glaube ich. Platz 1 Air New Zealand, Platz 2 Turkish Airlines, Platz 3 Qantas Airways, beziehungsweise ich habe jetzt vor einiger Zeit erst
von der Premium Economy gehört. 4, Virgin Australia, nee, nochmal, Platz 1, Air New Zealand, Platz 2, Turkish Airlines, Platz 3, Qantas Airways, Platz 4, Virgin Australia, Platz 5, Japan Airlines, Platz 6, ANA All Nippon Airways, Platz 7, Virgin Atlantic Airways, Platz 8, Cathay Pacific Airways, Platz 9, British Airways und Platz 10, Air France. Was jetzt mal machen können, sind die Best Low Cost Airlines, also die besten Billigfluggesellschaften. Machen wir erstmal worldwide und dann nochmal auf Europe, genau. Also Platz 1 Air Asia, Platz 2 Jetstar Airways, Platz 3 Virgin America, Platz 4 Air Asia X, Platz 5 Indigo, Platz 6 Norwegian, so in der Art, glaube ich. Platz 7 Jetstar Asia, Platz 8 EasyJet, Platz 9 WestJet, Platz 10 Azul Airlines. Genau, das waren jetzt die besten Billigfluggesellschaften weltweit. Jetzt gehen wir nochmal auf Europa genauer. Fokussieren wir uns nochmal genau auf Europa. Wie es denn da aussieht mit den besten Billigfluggesellschaften. So, Platz 1 haben wir Norwegian. Platz 2 EasyJet. Platz 3 Germanwings. Platz 4 Niki. Platz 5 Air Baltic. Platz 6 Wizz Air. Platz 7 VOV Air. Platz 8 Pegasus Airlines. Platz 9 Flybe und Platz 10 Onur Air. So, und dann gehen wir nochmal auf Best Regional Airlines, erstmal weltweit und dann nochmal auf Europa genau bezogen. Also